Weihnachtszeit. Das ist, wenn jetzt jemand geboren ist. Und zur gleichen Zeit ist dann auch jemand gestorben. Und für den ist es ganz traurige Zeit. Also überhaupt nicht schöne Zeit. Was man eigentlich versucht, ist hier nicht unbedingt nur nachzurennen, sondern eben hier einen Schritt voraus zu sein. Und insofern ist das eigentlich der entscheidende Punkt, dass man der Zeit ein bisschen voraus ist und damit eigentlich Geld verdient. Also die Zeit ist Geld. Zeit ist für mich das Jetzt und Jetzt und Jetzt und Jetzt, bewusst gelebt bis zum Tod. Weil dieses Jetzt im Grunde nie leer ist. Mit der Arbeit an der Uhr, der astronomischen Uhr, mit dem Modell des Kosmos, ist mir im Laufe der Zeit auch aufgegangen, dass Zeit für uns eine unheimliche Dominanz hat. Wir werden getrieben, wir werden von der Zeit getrieben, wir lassen uns von der Zeit treiben. Die Zeit als Geschenk empfinden statt als Stress, als etwas, was uns durchreicht, ne? Von der Geburt bis zum Tod, und dazwischen muss irgendwas los sein. Und wir wissen, je mehr los ist, desto mehr verlieren wir unsere Zeit, ne? Also es gibt offenbar etwas, wahrscheinlich ist das überhaupt der höchste Begriff von Lebenskunst, mit der Zeit etwas anfangen können. Ein seltsamer Aspekt der Zeit, jedenfalls für mich, ist, dass wir so einen großen Teil der Geschichte des Universums miterlebt haben. Der Urknall liegt ungefähr 15 Milliarden Jahre zurück. Die Erde und das Sonnensystem sind ungefähr 4,5 Milliarden, oder sehr genau 4,5 Milliarden Jahre alt. Das heißt, wir sind ein Viertel so alt wie das ganze Universum. Und wir können hier auf der Erde Steine in die Hand nehmen, die sind ein Viertel oder ein Fünftel so alt wie das ganze Universum. In der Zeit machen wir so viel aus. Ich würde sie schon die Zeit als, was wir unter Zeit verstehen, vielleicht das größte Geheimnis für uns Menschen sagen. Was wir, wenn wir keine Zeit hätten, dann wäre überhaupt nicht Zeit. Dann wären wir sehr arm und trostlos. Und die Zeit ist das schönste Geheimnis. Bei der Zeit ist das Besondere, dass sie dem über sie nachdenken und dem von ihr sprechen immer schon zuvorkommt. Und dieses Denken über sie und Sprechen über sie gleichsam einholt, nicht? Denken kann sich noch so zeitenthoben vorkommen, nicht? In Wirklichkeit braucht Denken Zeit. Und Denken ist ein Fall von Erfahrung, eines Erfahrungsprozesses, der Zeit braucht. So ist Zeit immer schon im Rücken dessen, der sie erfassen will. Der Berliner Philosoph Michael Teunissen für ein Gastsemester in Kopenhagen. Der meditative Denker und Kierkegaard-Spezialist ist verfolgt vom Tempo unserer Zeit, wie wir alle. Sein Leiden daran verwandelte sich bei ihm in Inspiration. Er begann darüber nachzudenken. Vor 4 Jahren erschien ein Zwischenbericht unter dem rätselhaften Titel »Negative Theologie der Zeit«. Dahinter verbirgt sich die Untersuchung der Frage, inwieweit kann unser Leben gelingen unter der strengen Herrschaft der Zeit?
Ich spreche davon, dass die Zeit über uns herrscht. Nicht nur über uns herrscht, sondern auch in uns herrscht und durch uns hindurch herrscht. Die moderne Philosophie, etwa seit Mitte des vorigen Jahrhunderts, hat den in ihrer Grundtendenz liegenden Fehler gemacht, dass sie den Menschen gleichsam abgekoppelt hat von den Dingen. Nicht? Wir müssen aber zunächst darauf achten, dass wir wie die Dinge auch in die Zeit eingeordnet sind. Und sofern wir in sie eingeordnet sind, herrscht Zeit über uns. Dass Zeit uns entfremdet, liegt darin, dass sie zunächst einmal eine fremde Macht ist, der wir ausgeliefert sind. Indem wir geboren werden müssen, indem wir altern und sterben, immer ohne unseren Willen, wir werden von unserer Selbstverwirklichung auch abgehalten durch Zeit. Mein primäres Interesse geht gleichsam auf die Wende, in der Zeit sich in sich selbst umwendet, von einer negativ entfremdenden Zeit zu einer positiv befreienden Zeit. Wieso erleben wir Zeit so unterschiedlich? Manchmal im Druck, manchmal wie leer, mal spielerisch, mal erfüllt. Wie gehen wir mit ihr um, dass sie sich so schillernd präsentiert? Teunissen meint, dass uns unser Verhältnis zur Zeit erst bewusst werden kann, wenn wir wissen, was es heißt, daran zu scheitern. Denn das gibt es auch. Aus der Psychiatrie kennen wir genügend Schicksale, wo Zeit zum unüberwindlichen Problem wurde. Diese Fälle hat Teunissen im Auge. Ihm erscheint der Bezug zur Wissenschaft unumgänglich für zeitgemäßes Philosophieren. So vertiefte er sich in die leidvolle Welt psychisch Kranker mit einem klaren Ziel. Hier ein Vergrößerungsglas zu finden für das alltägliche Leiden an der Zeit, das sich meistens gut versteckt hinter dem Schleier des Unreflektierten. Wenn ich dieses klinische Seelenleiden als Vergrößerungsglas für die Beobachtung des Alltäglichen nehme, dann liegt darin natürlich eine nicht selbstverständliche Voraussetzung, nämlich, dass wir es da nicht mit etwas Abnormem zu tun haben, das völlig abgespalten ist von der Normalität, die wir uns gewöhnlicherweise zutrauen, nicht? Sondern wir haben hier die extremste Form misslingenden Daseins vor uns, aber dieses Misslingen beginnt in dem sich selbst für normal haltenden Dasein. Wenn unser Leben sinnentleert ist, dann fixieren wir uns immer mehr auf Zeit. Und wenn wir uns auf Zeit fixieren, dann wird unser Leben immer sinnentleerter, weil Zeit als solche zunächst einmal keinen Sinn hat. Und je tiefer die Langeweile wird, desto nackter tritt gleichsam Zeit vor uns hin. Nicht? Wenn wir nur etwas langweilig finden, dann sehnen wir das Ende herbei der Beschäftigung mit diesem Etwas. Aber wenn wir
uns selbst langweilen, nicht? Dann haben wir nur noch die reine Zeit vor uns, die fortschreitet in Sekunden und Minuten und Stunden und endlos so weitergeht. Ich würde sogar sagen, mit der Langeweile beginnt die Psychopathologie mitten im Alltagsleben. Im Alltag tritt Langeweile ein, wenn wir unterlassen, die Zeit mit Inhalt zu füllen. Dies kann der seelisch Kranke als traumatischen Dauerzustand erleiden. Denn hier erlahmt die Kraft, Zeit zu vollziehen, den Zeitablauf in erlebte Zeit zu verwandeln. Dann gerinnt Zeit auf einmal zum lähmenden Lebensinhalt selbst, der einen schmerzvoll in Beschlag nimmt. Je nach Krankheit beginnt sich die Zeit zu verformen. Sie bricht in zusammenhanglose Teile oder dehnt sich in nie mehr enden wollende Monotonie. Ich würde drei Bereiche unterscheiden. Einmal den Bereich einer extremen Erfahrung des Vergehens von Zeit. Zum anderen den Bereich des Gefühls, in einem Zwangszusammenhang zu stehen. Und zum dritten die Erfahrung, dass ich die Dimensionen von Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft nicht mehr in einer Einheit zusammenfügen kann. Wie zerbrechlich diese Einheit ist, wird sichtbar an der Schizophrenie und Depression. Sie zeigen, dass unsere normale Orientierung in der Zeit einer ständigen Leistung bedarf, einer Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Scheitert dieser Akt der Synthese, so erlebt der Depressive zum Beispiel das maßlose Wuchern von Vergangenheit. Sie schwillt an zu bedrohlichem Ausmaß und lässt den bloßen Gedanken an Zukunft unmöglich erscheinen. Eine krankhafte Spiegelung des Zeitgeist-Slogans No Future. Solche Zusammenhänge sind kein Zufall. Die Welten der sogenannten Gesunden und Kranken liegen näher zusammen, als manchem lieb ist. Häufig scheint der psychisch Kranke nichts anderes zu erleben als die ausweglose Steigerung unserer unbewussten Ängste. Auch der Angst vor einer Zeit, die geronnen ist zum leeren Takt. Wenn eine berühmt gewordene Patientin, berühmt geworden unter dem Namen Ilse K., am Anfang ihres Krankenberichtes sagt, ich muss unaufhörlich an das Vergehen der Zeit denken, dann denkt sie einmal an das Zugrundegehen von allem in der Zeit und an ihr eigenes Zugrundegehen, das heißt an ihren Tod. Sie hat Angst, eine extreme Angst vor ihrem Tod. Und sie denkt an das Vergehen der Zeit als Weitergehen der Zeit. Und zwar als ein endloses Weitergehen der Zeit, weit über sie selbst hinaus, in alle Ewigkeit hinein. Und dieser Gedanke an das Weitergehen der Zeit ist in den Psychosen und an der Melancholie, kann man das besonders deutlich sehen, der Gedanke an einen Prozess, dessen Segmente total fragmentarisiert sind, isoliert sind voneinander und total gleichförmig sind. Das heißt, Zeit wird nur noch erlebt als eine endlose Wiederkehr des Gleichen von Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Monaten, Jahren, die sich in nichts voneinander unterscheiden. Und sie unterscheiden sich durch nichts voneinander, weil die Lebenskraft geschwunden ist, die alleine diese Zeit mit Sinn erfüllen könnte. Irgendwie ist es wie ein Loch. Ein Loch ohne Ende. Und auf einmal merkt man, ich weiß gar nicht, ist jetzt Dienstag oder Mittwoch oder Sonntag? Ich weiß nicht einmal, welcher Monat. Ich habe Langeweile, warten in der Klinik, warten, bis die geraucht hatten, warten, bis die Ärzte kamen, warten auf endlich auf ein Gespräch. Und so, wenn ich an früher denke, ich hätte das Herzklopfen da oben gehört.
Und jetzt höre ich das nicht mehr, weil es einfach so tickt und tickt und tickt wie eine Uhr. Der Begriff der Zeitkranken ist ein relativ alter Begriff, der schon in den 30er Jahren von vielen Phänomenologen, Psychopathologen und Phänomenologen in die Beschreibung von sogenannten psychotischen Menschen eingeführt wurde. Und gleichzeitig ist der Begriff der Zeitkrankheit ein Begriff, den Patienten selbst für die Beschreibung ihrer eigenen Situation gebrauchen. Ich glaube, dass das in der Konstruktion von Zeit angelegt ist. Dass es also sozusagen normal ist im Umgang mit der Zeit, dass man sich des Risikos aussetzt, auch mit der Zeit zu scheitern. So, das ist also das, was als Zeitkranke oder als Psychose imponiert, nicht etwas qualitativ völlig anderes ist, als das, wie der Normalverbraucher mit Zeit sozusagen auch mit der Zeit umgeht. Die Vertiefung in das Leiden an der Zeit hat als negative Folie zu erkennen gegeben, wie wenig selbstverständlich der gelingende Umgang mit ihr ist. Aus der Art unseres Scheiterns wird nun auch die Richtung deutlich, in der die Wende zu einem positiven Zeitbezug zu suchen ist. Meine Vermutung ist, dass wir auch so etwas wie Selbstverwirklichung, Gelingen unseres Daseins, nur wirklich verstehen können, wenn wir von diesen Negativerfahrungen ausgehen. Also ich will diese Negativerfahrungen nicht auf sich selbst fixieren, sondern ich will gerade den Punkt treffen, von dem aus wir auch dieses Positive von Selbstverwirklichung, von gelingendem Leben in den Blick bekommen müssen. Ich fasse gelingendes Leben zunächst einmal auf als Versuch, gleichsam Widerstandskräfte zu entwickeln gegen die Herrschaft der Zeit. Und die elementarste, wir können auch sagen primitivste Form dieses Widerstands gegen die Herrschaft der Zeit scheint mir die zu sein, dass wir gewissermaßen den Spieß umdrehen und versuchen, unsererseits Herrschaft über die Zeit zu erlangen. In unserer Zeit hat sicherlich sowohl die Herrschaft der Zeit wie unser Versuch, gleichsam den Spieß umzukehren, ein Maximum erreicht. Nicht? Die Maschinen arbeiten immer schneller. Wir müssen uns immer schneller darauf einstellen. Und was hier die Arbeitswelt auszeichnet, ist längst schon auch in die Lebenswelt eingedrungen. So sehr, dass Freizeit geradezu nur noch so ein Titel für eine Nische ist, über die wir auch noch herrschen. Wir fragen uns ständig, wie wir unsere Freizeit am günstigsten einteilen, wie wir sie nutzen und so weiter. Das alles sind Formen des Herrschens über Zeit. Und unsere Sprache ist ja voll von Ausdrücken für diese Instrumentalisierung, nicht? Wir nutzen Zeit, wir brauchen Zeit für dieses oder jenes. Wir nehmen uns Zeit, wir lassen Zeit ungenutzt verstreichen. Das alles deutet auf diese elementare Form eines tentativen, versuchsweise unternommenen Herrschens über die Zeit. Nicht nur die Werbung nutzt diesen Zwang zur Zeitoptimierung. Ein ganzer Wirtschaftszweig lebt bereits von unserem Versuch, Zeit zu instrumentalisieren. Zeitmanagement nennt sich die Branche, die einen berät, wie man Zeit nur noch als Werkzeug, ja als gewinnbringende Waffe zu handhaben hat. Zeitmanagement ist in einer Zeit, in der die meisten Menschen Probleme mit dem Umgang mit ihrer Zeit haben, einfach ein aktuelles Thema. Grundsätzlich leben wir ja in einer Gesellschaft, das muss man einfach davor schieben, für die Zeit ein knappes Gut ist. Das heißt, Zeit ist Geld, ist ja so ein ganz beliebter Ausspruch. In anderen Kulturen ist das ja zum Teil anders, da lässt man die Zeit einfach laufen.
Und aus dem Grund ist gerade in so einer Wirtschaftsgesellschaft, in so einer Konsumgesellschaft, ist sehr wichtig, dass man Zeit mit möglichst vielen sinnvollen Dingen füllt. Einmal Arbeit, einmal Freizeit, auch die will möglichst sinnvoll ausgefüllt werden. Das heißt, das Bestreben der Menschen geht dahin, Zeit möglichst gut zu nutzen. Das heißt, wir sind eine nutzenorientierte Gesellschaft eigentlich. Ja, ich würde sagen, vermuten, wir haben im Zeitumgang und in der Zeitbewirtschaftung sozusagen, wir haben eine ziemlich rohe Kultur. Also wir haben, ich sage es provokativ, wir haben primitive Formen der Zeitorganisation, wenn wir sagen, bis dann und dann muss sich das auszahlen oder bis dann und dann muss das rentieren, sonst war es ein schlechtes Geschäft. Das sind eigentlich ausgesprochen barbarische Formen, Effizienz zu berechnen. Und das Schlimme ist ja, dass die Menschen anfangen, nach solchen Erwartungen selbst zu funktionieren. Die Sucht, Zeit, mit der Zeit etwas zu machen, Zeit zu gewinnen, ist genauso eine Sucht wie die Ecstasy, wie die Pille, die einem das Aussteigen erlaubt. Das sind komplementäre Süchte. Ne? Hier zeigt sich, dass wir genau an dem Mittel, das als Therapie eingesetzt werden soll, unsererseits erkranken. Und die Krankheit, die daraus entsteht, heißt bekanntermaßen Neurose. Und man kann sagen, wir werden neurotisch, wenn wir nicht in der Lage sind, wenn wir uns nicht in die Lage versetzen, die Grenzen dieses Versuchs, Herrschaft über die Zeit zu erlangen, zu realisieren. Und daran sieht man deutlich, dass wir den Umgang, den rechten Umgang mit der Zeit lernen müssen. Wir müssen den Umgang mit der Zeit lernen, um nicht an ihr krank zu werden. Zeitlosigkeit, Unendlichkeit. Ein uralter Traum von der Befreiung aus dem Fluss der Zeit. Heute, vor der immer massiver werdenden Zeitherrschaft, scheint der Traum zur Sehnsucht angewachsen. Aber auch sie ist nicht neu und auch nicht nur die passive Kehrseite unseres Zeitbezugs. Vielmehr strahlt sie untergründig aus in vielen Fantasien und Schöpfungen. Heute tut man sich schwerer denn je, sie sich einzugestehen. Wir dürfen diese Sehnsucht nicht einfach verleugnen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dürfen wir nicht diese Sehnsucht schon für die Realität des Ersehnten nehmen. Ich meine aber, dass diese Sehnsucht nach Freiheit von Zeit nicht nur in den Individuen lebendig ist, sondern dass es auch gesellschaftliche Veranstaltungen dieser Sehnsucht gibt. Eine hervorragende Form sind Feste. Die Attraktivität von Festen in sämtlichen Kulturen ist letztlich daraus zu erklären, dass Feste Ruhepunkte in der Zeit sein sollen und diese Sehnsucht befriedigen. Das Fest, besonders die religiösen Feste, kehren zyklisch immer wieder in Kreisform. Ne? Auf Weihnachten ist immer wieder Verlass, jedenfalls auf den Weihnachtsverkauf. Und das heißt, dass Nägel eingeschlagen werden gewissermaßen gegen den strukturlosen Ablauf der Zeit. Und dass sich entfesseln können, sich sozusagen durch die Zeit durchfallen lassen in
ganz primäre, elementare Fantasien von Vermischung, von nicht getrennt sein, das ist das andere. Ne? Und die Technoparty ist natürlich ein solcher Versuch mit elektronischen Mitteln und am Mischpult aus der Zeit als einem reißenden Fluss auszusteigen und sich sozusagen in einen anderen reißenden Fluss zu begeben oder in ein heißes Bad, wo man die Grenzen der Individualität nicht mehr so spürt. Nicht nur das Fest manifestiert die Sehnsucht nach Freiheit von Zeit. Auch in der Kunst lässt sie sich entdecken als versteckte Inspiration, dem reißenden Fluss der Geschehnisse Ruhe abzuringen. Die bildende Kunst in einen Deutungsrahmen der Zeit zu stellen, scheint zunächst verwegen, weil das Element der bildenden Kunst der Raum ist und nicht die Zeit. Aber gerade, dass die Werke der bildenden Kunst die Dinge räumlich fixieren, kann man in den Horizont von Zeit stellen. Man kann dieses Stillstellen der Dinge im Raum als ein Herausreißen der Dinge aus dem Strom der Zeit betrachten. Auch Alltagshandlungen offenbaren unsere Versuche, der Zeit zu entkommen. Die Fotografie zum Beispiel ist ein Beleg dafür. Der schöne Moment soll konserviert werden, der Freund im jetzigen Augenblick aufgehoben. Auf das Bild fixiert, erscheint ein Stückchen Zeit zeitlos gemacht. Die Fotografie macht Erlebtes oder Gesehenes, Wahrgenommenes immer wieder wahrnehmbar. Dieser Augenblick wird reproduzierbar. Und so wie Fotografien technisch reproduzierbar sind, so ist das in ihnen Dargestellte auch ständig reproduzierbar im immer wieder Anschauen. Ja, ich denke, dass der Fotograf eigentlich natürlich ein ganz gezieltes Verhältnis der Zeit hat. Allerdings muss ich sagen, auch ein ganz mickriges, weil er Zeit immer nur in sehr kleinen Dosen versucht einzufangen, was ihn dann vielleicht glauben lässt, dass er die Zeit festgehalten hat und damit konserviert hat, was aber de facto, glaube ich, so nicht, was man so nicht stehen lassen kann. Ne? Das ist, denn Zeit ist Bewegung. Und das, was der Fotograf macht, ist Stillstand. Teunissens Diagnose der Sehnsucht nach Befreiung aus dem Zyklus der Zeit bewegt sich nicht nur auf dem sicheren Gelände des Fassbaren. Er geht noch weiter. Er greift Fragen auf, die in der Philosophie heute üblicherweise ausgeblendet sind, wie die heikle Frage nach der Ewigkeit. Ein heute tabuisiertes Thema. Dem kühnen Versuch, ihren neuen Sinn zu verleihen, jenseits unglaubwürdig gewordener Antworten der Tradition, diesem Balanceakt weicht Teunissen nicht aus, auch auf die Gefahr hin, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich verstehe sehr gut, dass man von derartig Nebulösem, wie es die Ewigkeit ist, in einem verantwortlich sich ausweisenden Philosophieren absieht. Aber es gibt zwei entgegengesetzte Tugenden in der Philosophie. Einmal die, dass man sich beschränkt auf das auf der Hand Liegende. Das ist die Tugend, wie sie in der analytischen Philosophie vor allem geübt wird. Es gibt dann die entgegengesetzte Tugend, gleichsam die Grenzen unseres Denkens so weit wie möglich hinauszuschieben, an der Grenze des Denkbaren weiter
zu denken. Tut man dies, dann macht es jedenfalls Sinn, die Frage zu stellen, war in den 2000 Jahren abendländischer Philosophie mit dem Ewigkeitsbegriff nicht doch etwas Vernünftiges gedacht? Die Frage führt zunächst zu einer harschen Kritik der Tradition. Ihre Ewigkeitsmodelle erscheinen als starre Größe der Zeit gegenüber, als lebloses Abbild dieser selbst oder als unbegrenzte Dauer des Ewiggleichen. Was kann Ewigkeit uns aber heute noch bedeuten? So problematisch die Antwort für die gegenwärtige Philosophie, so denkbar ist sie für die Naturwissenschaft geworden. Im Urknall gab es keine Zeit. Und man kann sagen, vor dem Urknall, in diesem bewegungslosen Zustand, herrschte die Ewigkeit. Und man kann andererseits sagen, wir gehen auch mit unserem materiellen Universum in eine ewige Zukunft hinein. Und da sind wirklich zwei Unterschiede. Man kann da einen Unterschied in diesen beiden Ewigkeiten sehen. Eine zeitlose Ewigkeit und eine endlose Zeit. Ewigkeit als endlose Zeit hat für die Philosophie keinen Wert. Hier ist nichts anderes zur Zeit gewonnen. Was soll eine zeitlose Ewigkeit sein? Auf jeden Fall kein Abschweifen in einen vor- oder nachzeitlichen Zustand. Im Gegenteil, erst der Blick auf eine Erfahrung in der Zeit kann zur Darstellung bringen, was Teunissen unter Ewigkeit verstehen will. Menschen des nachmetaphysischen Zeitalters, als Menschen, die nicht mehr mir nichts, dir nichts von Ewigkeit sprechen können, so als wüssten wir alle, was damit gemeint ist, müssen wir uns halten an Erfahrungen, die wir schon im Alltagsleben machen und die uns zugleich darüber hinausführen. Und eine Brücke, über die wir von alltäglichen zu außeralltäglichen, seltenen Erfahrungen hinübergehen können, scheint mir das Verweilen zu sein. Im Verweilen weigern wir uns gewissermaßen, mit der Zeit mitzugehen. Wir können zwar nicht die Zeit anhalten, aber wir halten uns in der Zeit an, oder wie wir in der deutschen Sprache sehr schön sagen, wir halten inne. Wir reißen uns von der Zeit los, aber wir tun dies, um gewaltlos in einer Sache aufgehen zu können, im anderen aufgehen zu können, sei das nun eine Sache oder der Mitmensch, der andere Mensch. Versunken in der Beschäftigung des Augenblicks wird eine merkwürdige Tendenz unseres Zeitbezugs offenbar. Je mehr wir uns einlassen und hingeben, desto weiter scheint die Gegenwart zu werden. Desto mehr tritt Zeit als ein bestimmender Fremdrhythmus zurück. Der zeitliche Augenblick wirkt auf einmal unzeitlich. Dies hat vor allem Søren Kierkegaard bewusst gemacht.
Beim Nachdenken über den Augenblick bemerkte er, dass die Gegenwart nicht einfach nur gegeben ist wie eine Tatsache, sondern in erster Linie Resultat ist. Resultat eines Vollzugs, der frei macht vom Gewicht der Vergangenheit und dem Sog der Zukunft, indem er beides zusammenbringt. Erst dann kann das Jetzt zur erfüllten Gegenwart werden, als Knotenpunkt in der Zeit. Zeit so etwas wie einen Augenblick gibt, zeigt, dass die Zeit mehr ist als eine Reihe von Jetztpunkten, dass in ihr selbst eine Kraft liegt, sich gleichsam auf einen Augenblick zu sammeln. Denn das macht hier das Entscheidende aus. Ich greife nicht auf Zukunft aus, ich greife nicht zurück auf die Vergangenheit. Ich habe in diesem Augenblick gleichsam die ganze Zeit versammelt. Hier haben wir ein ganz spezifisches Glück vor uns, das gewissermaßen die Kehrseite der Herrschaft der Zeit ist. Nicht? Glück empfinden wir in dem Maße, in dem wir gegenüber der Herrschaft der Zeit Distanz gewinnen. Und im Verweilen gibt es dieses echte Glück im Aufgehen in einer Sache. Jedenfalls das Gefühl zu haben, für einen Augenblick entlastet zu sein von einer Zeit, die mich ständig mit sich mitreißt. Teunissen hat hier das andere Ende eines Denkwegs erreicht, der begann beim Leiden unter der leeren Zeitherrschaft von Sekunden, Minuten, Stunden. Und wie das Leiden unter dem Alltagsstress sich maßlos steigern kann, so auch das Glück, das im Gefühl der zeitlosen Versunkenheit liegt. Es steigert sich in Erfahrungen, in denen Zeit nicht nur vergessen, sondern bejaht wird, im Gewahrwerden der Einzigartigkeit des Augenblicks. Diese Wahrnehmung lässt das Vergehen in einem neuen Licht erscheinen. Denn man erkennt, dass nichts anderes als die Vergänglichkeit jedem Moment die Aura des Einmaligen verleiht. Diese Einsicht nennt Teunissen Versöhnung mit der Zeit. Ist man mit der Zeit und ihrem Gesetz versöhnt, so entsteht ein Bewusstsein, das nicht mehr haftet am Flüchtigen, dafür aber den Moment in seiner ganzen Fülle ausschöpfen kann. Und in der schlichten und genügsamen Konzentration auf das Gegebene kann sich der zeitliche Augenblick auf einmal öffnen in unermessliche Weiten. Ich denke an eine Versenkung, die gleichsam die Zeit mitnimmt in den sie ertragenden Grund. Die deutsche Mystik, vor allem Meister Eckhart, ist voller Beispiele für eine solche Erfahrung, in der ich nicht von Zeit wegsehe, sondern mich ihr anschmiege und indem ich mich ihr anschmiege, sie
gewissermaßen gegen sich selbst wende, so dass sie sich aus sich selbst heraus als befreiende Ewigkeit erzeugt. Der Besetzer meiner Stundenhäuser treibt mir in seiner Liebeslist aus meinem Tag die ganze Zeit. Jetzt sind wir stundenlos zusammen. Jedenfalls ist dieses Gebet hier oder Gedicht der Ausdruck einer Erfahrung, die nicht spezifisch von mir allein gemacht wird, sondern ich glaube, dass das auch Menschen draußen in der Welt kennen, dass die Zeit weg ist, wenn sich Gott einem offenbart. Und das tut er, wann er will und wie er will. Das war ja die Frage. Die Zeit ist weg. Ich sagte, sie ist weg. Das bedeutet, man hat kein Zeitbewusstsein in dem Augenblick, in diesem Augenblick, der lange dauern kann, der eine Stunde dauern kann, ein Jetzt, das eine Stunde dauern kann. Und wie gesagt, das ist nicht das Normale in einem Kloster, auch nicht. Aber Sie fragen mich ja, wo liegt im Grunde die spezifische Erfahrung von Ewigkeit in der Zeit. Ewigkeit ist nicht einfach längere Zeit, die nie endet. Überhaupt nicht. Und das ist sicher der große Fehler, den man macht. Man macht, ja, man will es ewig sein, das ist immer dasselbe, wird immer dasselbe sein. Das ist überhaupt kein Begriff für Ewigkeit. Das Ewigkeit hat, ist ein Jetzt, das nie mehr aufhört. Und in dem die ganze Fülle des Seins und des Lebens und der Geschichte und der des Daseins von der ganzen Schöpfung sich erfüllt. Was diese Erfahrung betrifft, so versagt, meine ich, die Möglichkeit für Menschen, die diese Erfahrung nicht machen, noch eine Sprache zu finden, die ihr angemessen wäre, wenn sie überhaupt zur Sprache gebracht werden kann. Und das ist in der abendländischen Tradition kaum je geschehen. Wenn sie überhaupt zur Sprache gebracht werden kann, dann nur durch die Person, die diese Erfahrung selbst macht. Für alle anderen, und das heißt auch für mich, gilt: worüber man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen.